Vor 11 Tagen übrigens, am 19.03., veröffentlichte die Menschenrechtskommissarin des Europarats den Länderbericht. Darin stellt sie fest, dass das hohe Niveau von Armut und sozialer Ausgrenzung in Deutschland in keinem Verhältnis zum Reichtum des Landes stehen und ist besorgt darüber, dass, Zitat, soziale Rechte oft nicht als rechtsverbindliche Verpflichtungen angesehen werden, sondern als abhängig von der Verfügbarkeit von Ressourcen. Sie erkennt, dass das Kindeswohl nicht im Zentrum deutscher Politik steht. Was für ein Armutszeugnis für ein Land, das sich noch als Sozialstaat bezeichnet. Stattdessen werden wir kriegstüchtig gemacht. Ich freue mich jetzt, Josephine Thuré ankündigen zu dürfen. Sie arbeitet bei Vivantes, dem nach eigener Aussage größten kommunalen Krankenhauskonzern. Und sie ist Betriebsrätin. Und sie weiß, was Hochrüstung und Kriegsvorbereitung für die sozialen Aufgaben bedeuten. Josephine Thuré. Wow. Hört ihr mich? Ja. Okay, es ist wahnsinnig beeindruckend, hier zu sein. Es ist wahnsinnig beeindruckend zu sehen, wie viele Leute es hier heute auf die Straße treibt. Und es ist wahnsinnig beeindruckend, hier reden zu dürfen. Von daher fange ich einfach mal an. Wir alle sehen tagtäglich die unerträglichen Szenen aus dem Gazastreifen, in den Krankenhäusern in Gaza. In der Ukraine wird weiterhin getötet und gemordet. Und auch das sozusagen im Preis für die Zerstörung des öffentlichen Gesundheitswesens und der zivilen Gesundheitsversorgung. Ich weiß nicht, wer von euch, ich denke einige, sich noch an die 80er Jahre erinnern, in denen damals die vermeintliche Demokratie und der Frieden durch das Aufstellen von Pershing-Raketen geschützt werden sollte. Ich war damals Kind und ich hatte Angst. Heute haben meine Kinder Angst. Ich sehe mich Fragen gegenüber, die da lauten, was habt ihr getan, was habt ihr daraus gelernt? Und ich kann es nicht beantworten. Die Not der Krankenhäuser ist staatlich und durch die Politik dieser Regierung initiiert. Im März dieses Jahres wurde durch Herrn Lauterbach kommuniziert, dass die Krankenhäuser in Deutschland sich zukünftig militärischer Konflikte gegenüber wappnen müssen. Deutschland sei die Drehscheibe Europas für die Versorgung von Verletzten. Was bedeutet das für die zivile Versorgung? Ich sage nichts Gutes. All das geht auf Kosten der Gesundheitsversorgung unserer Bevölkerung, der Bevölkerung in Europa. Die Schließung der Krankenhäuser und der damit verbundene massive Bettenabbau passiert also vor dem Hintergrund aktueller Kriege, anstehender Kriege, und forciert für meine Begriffe damit einen deutlichen sozialen Krieg in Deutschland und in Europa. Meine persönliche Meinung ist, das ist die Vorbereitung auf einen Krieg gegen Russland. Die Auswirkungen der sogenannten Lauterbach-Reform sind schon jetzt wirksam, obwohl dieses Gesetz noch gar nicht umgesetzt ist. Ganz kurze Fakten, seit 2020 sind über 60 Krankenhäuser bereits geschlossen worden. 400.000 Menschen haben nicht mehr die Versorgung im Sinne der Quantität und Qualität, wie es eigentlich per Gesetz zusteht. Mit der Reform wird ausgegangen davon, dass mindestens 400 weitere Häuser geschlossen werden, und zwar ersatzlos. Was bedeutet das für die Versorgung von euch, von mir, von euren und meinen Angehörigen? Nichts Gutes. Die stationäre Versorgung unserer Patienten ist derart desaströs im Moment, wie sie es noch nie zuvor war, und es wird noch schlimmer. Die Notfallversorgung soll maximal noch an 60% der Krankenhäuser stattfinden. Wir in Berlin, wir können davon ein Lied singen. Das Krankenhaus Prenzlauer Berg wurde geschlossen. Das Wenckebach-Klinikum wurde geschlossen. Ohne Ersatz, ohne irgendwas dergleichen. Wenn ich mir das überlege, was in der Fläche in Deutschland passiert, das kann ich mir nicht ausmalen und ihr sicher auch nicht.
worauf basiert die Schließung dieser Krankenhäuser? Ja, zu 90% aus rein wirtschaftlichen Faktoren. Jetzt frage ich euch. Alle Krankenhausunternehmen sind wirtschaftlich so dämlich, dass sie nur wirtschaftliche, idiotische Entscheidungen treffen? Ich sage nein. Denn die Finanzierung obliegt der Regierung und die Matrix für diese Finanzierung ist diese desolate Politik. Daran liegt es. Es liegt daran... Krankenhäuser sind Rendite- und Profitunternehmen reiner wirtschaftlicher Natur. Mit Krankheit respektive mit Gesundheit werden Profite erzielt. Und das wird mit der Lauterbachschen Reform nur noch schlimmer. Das, liebe Freunde, ist die Zerstörung der zivilen Gesundheitsversorgung. Das muss gestoppt werden. Beschäftigte des Gesundheitswesens aus Berlin und Brandenburg haben sich zusammengetan, haben eine Petition mit einer entsprechenden Unterschriftensammlung zusammengestellt, die jetzt bundesweit ausgerollt werden soll, um genau zu diesem Thema sich zu positionieren. Ich erlaube mir, ganz kurz 2, 3 Sachen daraus vorzulesen. Das öffentliche Gesundheitswesen ist im freien Fall. Wir Beschäftigte im Gesundheitswesen erleben das tagtäglich an unserem Arbeitsplatz. Deshalb haben die Kolleginnen und Kollegen in den vergangenen Wochen und Monaten für mehr Personal, bessere Arbeitsbedingungen, für Rückführung der ausgegliederten Betriebe und die Verteidigung des Lohnes gekämpft. Damit verteidigen wir zugleich die Existenz unserer Krankenhäuser. Die Zerstörung des öffentlichen Gesundheitswesens ist ein massiver Angriff auf die soziale und demokratische Republik, der zentralen Grundlage der Gesellschaft, die in der gleichwertigen Gesundheitsversorgung für alle besteht. Wir fordern daher keinen Bettenabbau, keine Schließung, TVÖD für alle, mehr Personal, Rückführung der Tochterbetriebe. Geehrte Abgeordnete im Bundestag, Abgeordnete in den Landesparlamenten, stimmen Sie den Reformen Lauterbachs nicht zu. Das öffentliche Gesundheitswesen braucht ein Sofortprogramm zur Rettung und Wiederherstellung des öffentlichen Gesundheitswesens. Wir sagen Ja zum Frieden. Wir sagen Nein zum Krieg. Wir sagen Nein zum Völkermord. Wir sagen Nein zur Politik dieser Regierung. Lasst uns die Europawahl zur Volksabstimmung gegen Krieg, gegen den sozialen Krieg und die Zerstörung des Gesundheitswesens machen. Danke. Danke, Josefine.